Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Wir wünschen euch frohe Ostern. Ostern dieses Jahr nicht so wie sonst. Wenn man machen. Wir hätten heute unseren großen Osterbrunch gehabt. Haben wir schon vor Wochen abgesagt. Ja, das machen wir. Meine Frau und ich bleiben heute allein zu Hause. Deswegen haben wir gesagt, wir machen mal was Einfaches. Kein Braten, keine Keule, wo du 3 Tage später noch von isst. Haben wir uns Kalbsmedaillons besorgt, Spargel. Daraus machen wir jetzt Kalbsmedaillons mit einem grün-weißen Spargelsalat. Viel Spaß! So Freunde, hier die Zutaten für unsere Marinade. Wir fangen einen Tag früher an. Es soll eine fruchtige Marinade werden, wie ihr seht. Auf die Idee kam ich, als ich eins der letzten Videos von Daughter und der Sizzle Zone gesehen habe. Das Rezept dazu verlinke ich euch gleich oben. Ja, wir brauchen den Saft einer Limette, einer Orange, einer Zitrone, das Fruchtfleisch einer Passionsfrucht und 3 Erdbeeren, die wir klein hacken werden. Und hier die Gewürze für unsere Marinade. Ein Teelöffel gesmoktes Paprikapulver, ein Teelöffel Limettenpfeffer, 1,5 Teelöffel Meersalz, ein Teelöffel Chilipulver, 3 Zentiliter Rum und 2 Teelöffel Rohrzucker. Alle Mengenangaben natürlich in der Infobox. Ja, wir fangen jetzt an, alles miteinander zu vermengen. Fehlen tun natürlich hier die Kalbsmedaillons, die liegen noch im Kühlschrank. Ja, dann geht's alles ins Vakuum und für 24 Stunden in den Kühlschrank. Ja, hier ist jetzt unsere fertig angerührte Marinade. Schauen wir mal rein. Und unsere Kalbsmedaillons. Und die gehen jetzt zusammen für ca. 18 Stunden in einen Vakuumbeutel. So Freunde, hier die Zutaten für unseren grün-weißen Spargelsalat. Jeweils 6 Stangen grüner und weißer Spargel, schon in mundgerechte Stücke geschnitten. Des Weiteren brauchen wir 2 Zentiliter roten Balsamico, 2 Zentiliter Olivenöl, den Saft einer halben Zitrone, gehobelten Parmesan, je nach Bedarf. Und nachher wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Ja, die weitere Vorgehensweise ist jetzt so. Das zeigen wir aber jetzt nicht, weil es total einfach ist. Der Spargel wird jetzt in Zucker, Salzwasser bissfest gekocht. Wir lassen ihn abkühlen. Dann kommen diese 3 Sachen rein oder werden untergehoben. Und zum Schluss wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Ein kleiner Tipp noch. Wir hätten das letzte Woche so gemacht, den hatten wir schon mal gemacht. Frisches Baguette dazu und bei dem ganzen Salat noch ein bisschen Schinken untergehoben. Wir haben Serrano-Schinken genommen, total lecker. Probiert's einfach aus. Bis gleich. Ja, das sind unsere Kalbsmedaillons aus der Marinade befreit. Die haben wir hier noch und mal gucken, ob wir daraus eine Soße zaubern können. Ja, Freunde, draußen am Grill unsere Kalbsmedaillons gehen jetzt ganz kurz von jeder Seite, werden sie scharf angegrillt und dann geht es hier oben in den oberen Bereich und da werden sie gar gezogen. Ja, und dann sehen wir uns auch schon beim Tellerbild wieder. Meine Frau hat in der Zeit eine Soße gemacht aus der Restmarinade. Wie sie die gemacht hat, in der Infobox. Wie ich die gemacht habe: Mehlspitze, die Restmarinade und dann ja ein bisschen Kochsahne noch rein. Aber der Rest in der Infobox. Genau. Bis gleich, Jungs und Mädels. Ja, Freunde, kurzes Fazit, einfaches, leckeres Gericht
Und meine Frau hat wieder eine super Soße hingezaubert aus der Marinade. Müsst ihr unbedingt machen. Also dieses Fruchtige. Glaube, haben wir nicht das letzte Mal gemacht. Ein bisschen Chili hätte weniger sein dürfen. Ansonsten top. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Ja, kleiner Tipp noch. Am Mittwoch sind wir wieder für euch da mit einem saisonalen Rezept. Und zwar diesmal ein Dreierpack. Das heißt, drei Rezepte in ein. Schaut einfach mal rein. Wir wünschen euch noch schöne Feiertage. Tschüss.